Okay, Chat, gönnen wir uns heute. Satter Hugo, das interessiert mich jetzt schon. Es wird ein absolutes Fest an der Stelle. Rein in den Spaß. Endlich wieder Satter Hugo. Herzlich willkommen zu einem neuen Satter Hugo Video. Geil. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Danke. Komm, grüß mal deine Freunde, Alter. Ich bin so ein unendlicher Kippenhasser. Ich bin der größte Gegner von dem Scheiß. Was hat eine Zigarette mit dem Lebensstil zu tun? Mit höherer Wahrscheinlichkeit. An der Stelle gute Polizeiarbeit. Nach eineinhalb Wochen, nachdem ich die Server gegeben habe. Und ich habe extra für meinen Huster gestoppt. Natürlich, gerne für euch. Oder Einbruch her ist, noch nicht das Videomaterial gesichtet zu haben. So läuft gute Polizeiarbeit und so fässt man auch jeden Täter. Ich weiß, Die Polizei hat wichtigere Sachen zu tun, da habt ihr natürlich auch recht. Auch so geil auf TikTok teilweise, wenn die Polizei irgendwo kommentiert, die Leute immer so, jo, das macht ihr in eurer Arbeitszeit, immer wieder köstlich. Raya, ja, aber ohne, dass man was... Och Mann, links, oben, rechts, unten, wo soll ich meine Facecam hin tun? BMW, Junge! Raya BMW. Hattet ihr schon mal Chat? Einen 3er BMW? Reicht eine zu enttäuschen? Oh. Fühle ich aber, Heiki. Wo ich mir denke, so, keine Ahnung, wenn ich zwei Leute gleichzeitig enttäuschen will, so, dann bin ich früher zum Eltern-Lehrer-Gespräch gegangen. So, I don't know. So, wisst ihr, was ich meine? Spielzeug mit deiner Freundin benutzt. Das ist ja witzig. Ich unterhalte mich meistens bei sowas. Och nee, das ist aber langweilig, jetzt will ich's wissen. So am Ende Trimax so richtig so der kinky Typ, der auch so einen Dungeon hat oder so. Imagine. Also würde ich fühlen. Komm schon, Digga, ich darf jetzt hier keinen Fehler machen. Keinen Fehler, Chat, komm, keinen Fehler. Mann, ich hab Bock mit. Jetzt reicht's, Digga. Kommt das Pferd erstmal weg hier. Komplett tiltet der Bruder. Komplett durch. Morgen ist die Open Battlefield Beta. Um 9, oder? Nein, schreibt hier jemand. Wieso schreibt hier jemand nein? Jackson schreibt nein. Ja. Und damit ist Jackson raus. Ich glaube, du hast ein bisschen Clash Royale verlernt wegen FIFA. Ah, oh, das ist eine gute Theorie. Ich glaube, du hast ein bisschen das Schreiben verlernt wegen des Bans. Einfach eiskalt, noch komplett hops genommen. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Zuschauer und ihr werdet so von eurem Streamer einfach hops genommen. So die Chance, dass er deine Nachricht liest und dich dann bannt, das ist ja so unbelohnt. Ich würde nie wieder klarkommen, glaube ich. Musik zum Zocken, komm. Also Leute, klickt mal bitte die Schmuddelseiten weg, packt eure Döner ein und du, hör da drüben auf im Spielen und geh du bitte von TikTok. Was ist das denn für ein Loch? Ich bin Kalash und I'm on average. Weiß ich nicht, muss das? Ey, in Köln hat's den Rhein, der ist 1200 Kilometer lang, da können sogar Schiffe drauf fahren. Nein. Das ist mein erster Comeback-Stream gewesen nach meinem Umzug. Aber ich sehe süß darauf aus. Ich glaube aber nicht, dass mein mittler durchschnittliches Aussehen meine absolute Dummheit da wettmachen kann. Ich glaube nicht. Ja, Freunde, ich weiß jetzt auch schon, was uns gleich erwarten wird. Das ist absolut unangenehm. Er ist einfach dumm. Der Rhein fließt durch Köln. Also ich weiß, dass der Rhein durch Frankfurt fließt und Frankfurt ist in der Nähe von Köln. Warum heißt Frankfurt am Main eigentlich nicht Frankfurt am Rhein? Das ist irgendwie dumm. Der Main fließt durch Frankfurt, der Rhein fließt nicht durch Frankfurt. For real? Och Mann! Geil, Alter. Ich kann mir die Kommentare nur vorstellen. Die macht das nur für Aufmerksamkeit, wo ich denke, nein, ich bin einfach nur wirklich geografisch lost. Ich wusste bis vor 2 Jahren nicht, wo der Ruhrpott ist, Mann. Ich habe andere Qualitäten dafür. Es gibt andere Bereiche, wo ich gebildeter bin. Nicht viele, aber es gibt sie. Ich kann mich auch gar nicht rechtfertigen, weil es einfach krank dumm ist, was ich gesagt habe. So, es gibt da doch einfach keine Ausrede. Das war einfach nur absolut gigalost. Gigabitte. Oh, ich habe einen Inform geskippt. Ach du Scheiße, zum Glück habe ich ihn geskippt. Der ist ja mal richtig hässlich. Walla Krise. Ein Euse und ein Messi für die Fernschüsse. Ja, und deswegen hat Cristiano Ronaldo einfach, keine Ahnung, soll er halt mal Fußball spielen lernen.
So ein geiles Team. Ja, jetzt haben wir auch Mbappé. Cristiano Ronaldo ist leider zu schlecht. Also. Ich dachte für 2 Sekunden, dass das Finch asozial wäre. Oh. Alter, Hugo ist einfach so ein Gott, ne? Niemand aus solchen Alltagssituationen, die an sich schon witzig sind, es noch witziger machen kann. Props. Jetzt ist das Fahrzeug so stark beschädigt, dass ich es nicht reparieren lassen kann. Also es ist wirklich jeden Tag das Gleiche. Ich fahre doch gar nicht so schlecht Auto. Wie können die Dinger denn immer so schnell kaputt sein? Das geht doch gar nicht. Ich fahr doch gar nicht so schlecht Auto. Imagine. So gerade frische Reparatur. Ja, okay, ich bin mal ehrlich, bei GTA. Ich bin halt eine Frau. Frau am Steuer, ungeheuer. Bord? Spanien. Ach, das ist ja langsamer. Aki Polzen oder so. Aki Polzen? Ist kein Strom drauf auf dem. Ich hab festgezogen gehabt. Ist die Lampe aus? Mach die Lampe aus, Mac aus, Mac aus. Oh, oh. Du, das hat gebrannt ohne. Ohne Kabel. Durch meine Hand ist Energie gekommen. Ich hab's mit meiner Energie. Nein. Hör mal, Kai, was nicht nur Pause machen, ich bin trotzdem doch. Die wird mir komplett aus dem Leben geschallert, Alter. Hey, Carillo, ich sehe deine Freundin da vom Hafen. Ach nein, ist ein Wal. Warum frontet der denn jetzt so? Der hat alles gejumpt. Oh, wer ist das? Müller! Müller! Es ist Müller! So lobe ich mir das. Müller, bester Mann, Bruder. Oh, Walkout Müller! Scheiße, Müllers Scheiße! 87er Müller. Scheiße, Müller! Ja, Mann, das ist doch kacke. Ich muss halt sagen, für mich ist gerade Twitch richtig 11 von 10, weil ich weder GTA-RP spiele noch FIFA. Also ich kann im Moment richtig mitreden, was hier so die coolen Games angeht, die heute so gezockt werden. Fortnite spiele ich auch nicht. Wollen wir nicht wieder PUBG oder so cool machen? Oder wir lassen es halt einfach. Nice aim. Das ist unangenehm, was ist unbelohnt. Mann, ich fühl das. Aber das war schon. Weiß nicht mal, ich krieg gar kein Feedback. Irgendwas war eben. Mann, das sehe ich ja aus wie fette Nudel. Du bist doch keine fette Nudel. Was bin ich? Milf. Red Deutsch. Milf. Was ist Milf? Eine ältere, nette Frau. Fühl ich. Ich würde auch gerne Milf werden, irgendwann mal. Wer hat einen Halbplatz, du? Nein, spinnst du? Naja, also woher war es? Woher weißt du denn? Kennst du sowas? Also das kennt man doch. Woher denn? So geht's bei uns zu. Oh, wir haben denn damit, wir sind vorher zum Hafen runtergefahren. Entschuldigen Sie, ohne dass ich unhöflich zu sein scheine. Aber hat man Ihnen unten irgendwie was abgeklemmt oder warum reden Sie so? Das ist jetzt gerade echt nicht lustig, da ist eine fucking Mine drin. Wenn du einen guten Friseur hast, dann gib mir mal seine Nummer. Ja, das werden wir dann mal. Wollen wir mal vielleicht zusammen Haare schneiden gehen? Ja, das sehe ich schon, Baby. Ich habe nur geübt die letzten Tage, nichts. Mein ganzes Leben dreht sich darum, in FIFA besser zu werden. Jeden Tag gucke ich alle Tutorials, Deutsch und Englisch, die es gibt und habe 5 Trainer. Neben seinem Hauptjob bei Facebook. Dort kümmert er sich darum... Facebook, Digga. Bei Facebook verdiene ich ungefähr 19.000 Euro brutto pro Monat und... Hat irgendjemand gerade... Ich nicht, Digga. Hat irgendjemand gerade über Facebook gelacht? Facebook, bester Ladenchat. Facebook. Sehe da schon die ein oder andere Bewerbung Richtung Facebook flattern gerade. Oha, was ist das denn? Hallo? Ich brauch Schutz. Ja, steig ein, ich fahr dich weg. Wohin? Ballern Sie einfach schnell. Da rammen Sie dieses blaue Fahrzeug. Nein, ich ramm gar nichts. Ich fahr hier weg, Mann. Okay, Mann. Wie heißen Sie? Elisa, früh, so wie spät, noch früh. Wie heißen Sie? Bitte schmeißen Sie mich nicht raus. Ja, gut, schmeißen Sie mich raus. Oh mein Gott, ja, Mann. Du Stück, du hast mich so dreckig angebaggert und dann versetzt. Vergiss es. Ich hab dich doch niemals versetzt. Baby! Walla Krise! Also, dass Shaden da durchgezogen hat als einzige Frau in der Konstellation zwischen 6 Männern. Ja gut, vielleicht ist auch jetzt nicht unbedingt was Neues, ich weiß es nicht. Aber, Riesenrespekt. Also im Sinne, dass sie halt viele... Also, dass ich... Aha.
Ich werde mir was zu essen organisieren. Ich werde Squad Game mit meiner Süß... Traummann. Zocken. Ach komm, ist doch nicht. By the way, absolut unrelated. Aber ich find's voll schön, dass Monte jemanden gefunden hat. Das macht mich... Also, ich kenne nicht ihn und ich kenne auch seine Freundin nicht. Aber es freut mich voll, weil ich glaube, bei Leuten in seiner Position ist es sehr schwer, es jemanden zu finden, der einen wirklich als Mensch wertschätzt und nicht halt irgendwie das Geld, den Fame etc. sieht. Und das ist, ich glaube, je erfolgreicher man wird, so ich sehe das auch an vielen Freunden, wie schwierig das ist, da rauszukristallisieren. Wer es wirklich gut mit dir meint, wer wirklich an dir als Person interessiert ist. Und deswegen, ich freue mich einfach für andere Leute tendenziell so, aber ich freue mich wirklich für ihn, dass er da jemanden gefunden hat. Vielen Dank fürs Reaction-Schauen. Auf diesem Kanal werden jetzt Videos kommen. Wie gesagt, ich streame auch auf Twitch offensichtlich. Ist alles in der Infobox verlinkt. Ich habe auch einen Hauptkanal, wo nicht Reactions kommen, sondern andere total coole Videos. Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis bald.